Ja, hallo und schönen guten Tag aus dem Podcast Die Schau Christi in der Natur ausdehnen. Ja, ich freue mich heute wieder mit dir hier zu sein und auch noch mal ein bisschen zu erzählen von der Aufgabe für heute, die wir in dem Seminar Der Heilige Geist und seine Führung bekommen haben. Ja, es geht darum, sich nochmal ganz klar darüber bewusst zu sein, ja, dass wir unter der Führung des Heiligen Geistes stehen, dass wir die unambivalente Einladung an den Heiligen Geist gestellt haben. Und jetzt werden wir uns klar, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Also wenn eine Situation, die furchterregend ist, ja, wo vielleicht eine große Forderung an uns gestellt wird oder wo wir vielleicht in der Welt irgendeiner Situation ausgeliefert sind, es steht eine große Untersuchung an oder irgend sowas, dass wir uns dann bewusst werden, ja, wir haben den Heiligen Geist, also wir haben den Tröster an unserer Seite. Wir haben also heute im Kapitel 5, Römisch 1, die Einladung an den Heiligen Geist gelesen, Absätze 5 und 6. Vielleicht möchtest du diese Absätze einmal durchlesen und zwischen jedem Absatz einmal 15 Sekunden oder eine halbe Minute diesen Absatz still auf dich einwirken lassen und nach innen horchen. Ja, und das wäre soweit die Aufgabe für den Tag. Nichtsdestotrotz schaue ich aber noch mal rein. Wir haben hier auch die Aufgabe gepostet. Also stündlich wiederholen wir gegebenenfalls auch öfter werden, dass wir den Heiligen Geist und den Tröster an unserer Stelle haben, und dann wiederholen wir im Geist: Ich bin als eins geheilt in der Dreieinigkeit, Vater, Heiliger Geist, Sohn. Das war's. Dann wünsche ich dir einen wunderbaren Tag unter der Führung des Heiligen Geistes, in der Schau Christi, in der Erkenntnis. Ciao.